Uns zugeschaltet ist Professor Marion Kichle, die Direktorin von dem Klinikum rechts der Isar. Sagen Sie uns, was ist das Wichtigste für uns alle, wenn wir abnehmen wollen? Und was sind Sachen, die halt nur bei Männern oder nur bei Frauen funktionieren? Grundsätzlich ist es immer gut, den Alkohol zu reduzieren oder wenn es geht, ganz wegzulassen, weil der unheimlich viele Kalorien hat zum einen und auch Appetit macht. Und auch der Zuckerkonsum, das ist gut, wenn beide Geschlechter das runterdrehen. Ansonsten haben Frauen und Männer unterschiedliche Essgewohnheiten. Männer essen zum Beispiel doppelt so viel Fleisch wie Frauen, auch mehr Fett, mehr tierische Fette, die nicht so besonders gut sind. Und man höre und staune, das hat eine große Untersuchung in Deutschland gezeigt, sie essen auch mehr Süßigkeiten und Knabberzeug als Frauen. Und Frauen machen den Fehler, sie essen oft zu wenig Eiweiße. Ja, es gibt ja auch immer bei Männern und Frauen sehr unterschiedliche Problemzonen, wenn ich das mal so sagen möchte. Wie kommt das, dass man an so unterschiedlichen Stellen am Körper zunimmt, wenn man eine Frau ist, als bei Männern? Ja, also das liegt an den Geschlechtshormonen. Die Natur hat gewisse Gesetze. Ein ganz wichtiges Gesetz der Natur ist, sich fortpflanzen zu können. Unter dem Einfluss der weiblichen Geschlechtshormone setzen die Frauen mehr Fett an am Po, an den Oberschenkeln und an den Hüften. Und dieses Fett unterscheidet sich auch von dem Fett, was der Mann hauptsächlich am Bauch ansetzt. Ich nenne es das sogenannte Fruchtbarkeitsfett, weil es einer sehr, sehr strengen Kontrolle unterliegt, was den Abbau betrifft. Deswegen heißen diese Zonen bei der Frau auch zu Recht Problemzonen. Aber die Natur hat diese Fettreserven angelegt, weil das Austragen einer Schwangerschaft und das Stillen eines Babys ein energetischer Kraftakt ist. Und die Natur will einfach sicherstellen, dass die Schwangerschaft gut ausgetragen wird und das Kind dann hinterher auch gestillt werden kann. Deswegen tun sich Frauen oft schwer, in diesen Bereichen auch abzunehmen. Was sind dann so die zwei, drei wichtigsten Tipps für alle Frauen, die abnehmen wollen? Also das Erste ist, Frauen sollten auf jeden Fall mehr Proteine zu sich nehmen, mehr Eiweiße, weil das zum einen Nahrungsstoffe sind, die auf jeden Fall satt machen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig beim Essen, dass man auch wirklich das Gefühl hat, man ist satt. Und zum Zweiten sind die Eiweiße extrem wichtig für unsere Muskeln, für den Muskelaufbau. Und die Muskeln wiederum sind ganz wichtige Energiekraftwerke für unseren Körper. Sie verbrauchen nämlich im Vergleich zum Fettgewebe 3-mal so viel Kalorien in Ruhe. Also sie haben einen sehr, sehr viel höheren Grundumsatz. Und das sind oft Dinge, die wir Frauen leider falsch machen. Jetzt haben Sie vorhin schon den Verzicht von Alkohol angesprochen, der wahrscheinlich für viele im Homeoffice mit Homeschooling und allem anderen schwer wird in den nächsten Monaten. Aber sagen Sie, für mich als Mann, worauf sollte ich noch verzichten? Also auf die Süßigkeiten, da wissen wir, dass die Männer da gerne naschen und knabbern, viel mehr als die Frauen, das ist eins. Und die Männer machen eines richtig, sie essen gerne Proteine in Form von Fleisch, das ist schon in Ordnung, aber man sollte vielleicht mal da ein bisschen Abwechslung reinbringen, also eine andere Eiweißquelle, zum Beispiel an Fisch denken oder sowas oder vielleicht auch mal an Eier. Und was die Männer auch falsch machen, sie essen viel zu viel tierische Fette. Das sind nämlich die ungesunden Fette, die auch wirklich dick machen. Also sie sollten eher zu pflanzlichen Fetten greifen und zu den gesättigten Fetten, zu den ungesättigten Fetten, Entschuldigung. Dann, Frau Professor Kichle, vielen, vielen Dank dafür und für Sie alles Gute nach München. Danke. Danke. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.